Servus, grüß euch und hallo, herzlich willkommen zu Escape from Tarkov und herzlich willkommen zu einem Customs Raid. Customs Hall geht's ziemlich zu. Das ist jetzt ziemliches Risiko, dass wir hier fahren. Keine Schlüssel. Okay, wir haben es überlebt. Dabei. Da kommen wir nicht weiter. Keine Chance. Da ist Gaffs jetzt mit der Pistole. Auf die Entfernung.
ist leider nicht drin. Beim Factory Key Spawn war schon einer. Verdammt. Geld. Komm weiter. Thank you.
diesen Raid kann ich fast schon wieder abschminken. Schmerzen in der Brust und kriegt da auch immer noch Verletzungen. Durch die Anstrengung wahrscheinlich. Ich darf nicht so viel sprinten. Durchzugehen, aber es hilft mir jetzt leider ja nichts. Oh man. Ich weiß, Painkillers, ich weiß.
Wow, Painkillers wirken nicht mehr und wir sind zumindest ein bisschen in Sicherheit. Ich habe nicht gemerkt, dass der eine Weste anhat, sonst hätte ich noch weiter auf ihn geschossen, aber dann dreht er sich nochmal um. Oh, hör mir auf, dass ich den Raid überlebt habe, wundert mich jetzt echt. Schade, dass die SKS nicht lootbar war. So. Aber trotzdem schon mal eine gute Geschichte. Weste ist zwar im Arsch, aber die können wir reparieren. Und drei Pistolen noch mal raus. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Fiert euch, servus. Servus, grüß euch und hallo. Herzlich willkommen zu Escape from Tarkov und herzlich willkommen zum ersten Customs Raid. Okay. Zumindest extra mein. Wir haben 50 Schuss mit dabei und die blöden AF-Glases, die aber gleich mal runtergenommen werden, weil die einfach zu auffällig sind. Der Raid läuft schon eine gute Zeit. Jetzt habe ich leider nicht gesehen, wo wir exiten können. Warehouse 17, Factory Shacks, Administrator Gate. Okay, dann werden wir in die Richtung gehen. Jetzt bin ich ein bisschen wundert, dass hier noch keine Leichen sind. Hier oben nicht. Okay, dann werden wir jetzt mal kurz Richtung Dorm schauen und uns vielleicht gleich mal den Machinery Key besorgen. Okay, da vorne haben wir eine Leiche. Erstmal kurz hier drüber schauen. Oh, Morphin, sehr schön. Und eine Makarov. So ist das schön. Das sind gleich mehrere Leichen. Oder irgendwas, was wir brauchen können. Tuschanka oder falschen. Oh. Ein neuer Rucksack. Oh, der hat ja fast gar nichts. Platz. So, okay. Eigentlich wollen wir uns jetzt nur kurz den Schlüssel besorgen. Dann war's das. Im Factory Keeper haben wir eigentlich gar nicht mehr schauen. Ich bin zwar bei Prepper noch lange nicht so weit. Noch
keine Pumpgun noch. Ist die Tür auch offen? Also hier war auf jeden Fall schon Action. Unser Schlüssel gleich dreimal. Waren wir gerade einmal. Okay, und dann wären wir hier schon wieder fertig. Walek, schaut euch das an. Geil, oder? Richtig geil. Schon 30 Kugeln haben, gell? Leck mich am Arsch, dauert das lang. Oh, mein Scaff muss das lernen. Check das Magazin, wie viele Kugeln sind drin. Okay, mehr als die Hälfte. Hier ist es voll. Schön back. Ja, Exits. Trailer Park Work Shack, Warehouse, Factory Shacks oder Administrator. Wird's wohl Administrator Geld werden? Es
sieht oben die Pinkzahlen richtig schön. Richtig angenehm. Hier war schon einer dran. Komm mal rein damit. Also das Magazin ist jetzt fast voll. Müssen wir leider da lassen, sonst verlieren wir das Magazin, das will ich auch nicht. Können wir jetzt eigentlich nicht brauchen. Okay. Jetzt können wir uns überlegen, noch den Checkpoint zu machen. Da vorne liegt auf jeden Fall eine Leiche. Oh, eine ist gut gesagt. Da liegen mehr. Ist noch irgendwas Interessantes? Wahrscheinlich nicht mehr, zur Zeit wird ja alles gebracht. Dachte ich mir schon. Daher gar nicht mehr looten. So, hat den nächsten Raid überlebt. Zwar nicht wirklich geschossen, aber guten Loot rausgebracht. So soll es sein, so macht doch Spaß. Ja,
kommst auf jeden Fall mal hier hin. Die Magazine haben wir auch mal hier, wenn 28 waren. Aha. Gut. Das sind gleich mal wieder die Sachen zum Verkaufen. Morphin nehmen wir auf. Willkommen hier hoch. Ja, den Rest machen wir alle später. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns in der nächsten Runde Escape vom Tarkov wieder. Für dich, servus. Servus, grüß euch und hallo. Herzlich willkommen zu Escape vom Tarkov und herzlich willkommen zu dem PMC Shoreline Raid. Wir sind random gespawnt. Karten habe ich mir aktuell noch gar nicht gekauft, muss ich sagen. Werde ich auch so schnell nicht machen, brauche ich auf Shoreline eh ziemlich selten. Customs ist mir wichtig, dass ich die Karte habe. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Geben jetzt mal Gas, dass wir hier Richtung Reichenhäuser kommen. Um eventuell den Schlüssel fürs zweite Reichenhaus mitzunehmen. Wir haben genau zwei Ersatzmagazine mit dabei. Und sonst nichts. Also insgesamt drei volle Magazine. Da vorne haben wir die ersten Schüsse. Hört sich noch eine AK an. Ja. Ob ich jetzt wirklich zu den Reichenhäusern soll, ist jetzt so eine gute Frage. Weil die Schüsse kommen genau von dort. Okay. Lassen wir das mal lieber. Ah, ärgerlich. Ist jetzt wieder schwierig, solche Situationen abzuschätzen. Okay, lassen wir das mal. Dann gehen wir weiter zur Pumpstation, zum Umspannwerk und checken da die Lage, wie viele Scaffs dort sind. Wenn es zwei sind, haben wir eventuell eine Chance, dass wir die zwei schnell legen und dann weiter. Weil zu lang. Ah ja. Da geht schon ziemlich ab bei den Reichenhäusern. Ja, dann haben wir da zumindest eine Möglichkeit abzuhauen wieder, weil die kommen von hinten. Jetzt nicht zu lange aufhalten. Doch steht schon mal keiner, das ist gut. Es ein bisschen stolz zu sein. So viel Glück werden wir jetzt nicht haben, dass wir die richtige
Munition. Ja, das war jetzt. Tut er ganz gut, muss ich sagen. Okay, ihr seht schon. Wir haben jetzt keine Ahnung, aber ich hoffe mal, dass die alle voll sind. Jetzt komme ich mal ganz kurz noch die Räume durch. Jetzt am Anfang immer alles mit, solange wir Platz haben. Oh, den Filter. Habe ich da jetzt gerade jemand dagegen gehört? Haben wir noch einen Schuss drin. Also Pistole schaut ganz schlecht aus. Vor uns ist hier gerade ein heftiges Gefecht. Okay, oben in der Wetterstation. Die Frage ist, müssen wir jetzt da wirklich hin?
eigentlich nicht. Warum bin ich dann jetzt eigentlich hier? Wenn ich gerade gesagt habe, eigentlich nicht. Oben liegt auf jeden Fall eine Leiche. Mir Gott zu heiß. So ein Arsch. Zumindest kann ich da gleich mal Ausdauer. Psst. Ich bin jetzt ganz ziemlich nah hier reingekommen. Okay, wir haben Gas einen auf jeden Fall. Das Schlimmste ist jetzt nur die Hälfte. Habe ich Granate? Granate sind dabei. Ich
Wir haben es geschafft. Wir haben überlebt. Und es war ziemlich spannend. Wow. Zwei Scaffs haben wir erledigt. Ja, so wirklich was gefunden haben wir jetzt nicht, was wir richtig gut brauchen können. Aber ich denke jetzt mal für den Anfang ist zum Beispiel mal eine schöne Ausrüstung für einen Factory Raid. Hier haben wir einiges an Munition verbraucht, da werden wir bald mal nachkaufen müssen. Ja, und die Sachen werden wir alle verkaufen hier. In der Weste haben wir noch ein paar Rubel. Eine Granate, ja. Hat sich gelohnt, würde ich sagen. Hat sich gelohnt. Ist ja gerade die gleiche Munition noch. Sehr schön, können wir noch ein paar Makrov-Raid spielen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Raid wieder. Für dich, Servus, Dr. Bü.